Nach Corona ist vor Corona. Karl Lauterbach, der erstaunliche Gesundheitsminister, plant schon die Pandemie im Herbst. Und dann wird wahrscheinlich auch die Impfpflicht wieder Thema werden. Aber wie offen wird eigentlich mit dieser Therapie umgegangen? Werden alle Probleme klar und deutlich an- und ausgesprochen? Wohl eher nicht. Vor allem nicht von Politik und Altmedien, obwohl es da schon die ersten kleinen Vorstöße gibt. Ihr merkt, ich formuliere hier sehr vorsichtig, aus Gründen. Aber dann reden wir ganz offen. Jetzt im Punkt Preradovic. Das Interview mit Florian Schilling seht ihr auf meinen Kanälen bei odyssey.com, theplatform.net, auf Telegram und auf meiner Website punkt-preradovic.com. Wie ihr da hinkommt, das steht unter dem Video in der Beschreibung, bei Handy und Tablet auf den Pfeil rechts unter dem Video gehen. Lohnt sich. Bis gleich.